Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich zeige euch heute mal so ein ganz kurzes Lazy Sunday No Make-up Make-up-Look für unter 20 Euro, wenn ihr nicht viel Zeit habt, Make-up aufzutragen und auch keine Lust dazu habt, weil ihr eigentlich lieber faul auf der Couch liegen wollt oder irgendwo ein bisschen spazieren gehen wollt und dann aber nicht total ungeschminkt sein wollt, dann bleibt einfach dran, weil genau das zeige ich euch, wie man mit, zum Beispiel mit einer getönten Tagescreme, die habe ich hier von Lacura, die teste ich für euch aus. Und ein paar andere Sachen vom Aldi. Super Mascara. Also wie ihr einfach nur Tagescreme, Concealer, ein paar günstige Produkte, ein bisschen Wimperntusche, einen tollen Look erzielen könnt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann. So, dann starten wir jetzt direkt mit dem ersten Step. Ich trage die Feuchtigkeitscreme auf. Das ist eine getönte Creme von Lacura. Die kostet 2,45 Euro. Ist eine 7-in-1 Feuchtigkeitscreme mit Fotofinish-Effekt. Hört sich super für mich an. So sieht die hier aus auf dem Finger. Also die ist richtig, die hat richtig Farbe. Und die gleicht einfach so ein bisschen Rötung, Hautunebenheiten aus und verfeinert das Hautbild. So, und zum Beispiel an einem Sonntag, wo ihr eh kein festes, also hochdeckendes Make-up auftragen wollt, ist das die ideale Möglichkeit, einfach die Haut auszugleichen, ohne fette Schichten Make-up aufzutragen und trotzdem ein bisschen was für seine Haut gemacht zu haben. So, das ist schon mal Step 1. Step 2 wäre Concealer. Da habe ich jetzt einen ganz neuen ausprobiert, und zwar ist der vom Lidl, von der Marke Sien. Das ist so ein Coverstick. Ich habe den in dem hellsten Ton. Der kostet 1,45 Euro. Ich habe es schon ausprobiert. Der funktioniert richtig gut. So, das ist der Concealer vorher und nachher. Ich trage auch die andere Seite auf. Das ist eine super cremige Konsistenz. Ich würde den erstmal komplett so auftragen, dann mit dem Finger etwas verreiben und dann gegebenenfalls noch mit dem Beauty Blender ein bisschen hinterher. Noch ein bisschen ausblenden das Ganze. Und mit der BB-Creme vermischen. Wenn ihr jetzt noch irgendwo Pickel habt oder was anderes noch highlighten wollt, könnt ihr den natürlich auch verwenden. Ich werde mir mal ein bisschen auf dem Augenlid aufgeben, weil ich da auch immer so Verfärbungen habe. Also, dass man meine Adern so sieht und dass ich das einfach so ein bisschen ausgleiche. Ich werde nämlich heute keinen Lidschatten verwenden, weil das ja ein Lazy Sunday Make-up wird. Oder No Make-up Make-up-Look. So, okay. Alles klar. Nächster Step wäre Puder. Als Puder kann ich euch super empfehlen von P2. Da habe ich leider keinen schönen vom Aldi oder Lidl bekommen. Dieser Nude Blend. Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch hier irgendwo. Ich habe die Farbe 025 Natural und das ist ein seidig zarter Puder. Ich zeige mal, wenn. Seht ihr das vielleicht hier? Das ist wirklich wie Seide. Das kann man super empfehlen. Und ich pudere einfach nur mein Gesicht leicht ab mit diesem Puder. Und sette damit auch den Concealer. Da ich jetzt keine Foundation drauf habe, kann man mit dem Puder ruhig ein bisschen kräftiger rangehen, ne? So, dann machen wir weiter. Hab ich einen super Bronzer. Da war ich total begeistert. Und zwar hier von Lidl, den von Sien. Ich habe den dunkelsten Ton, so sieht das aus. Ich zeige euch das einfach mal, wie das auf der Haut wirkt. Das ist wirklich echt cool. Das Gesicht so ein bisschen aufwärmen damit. Und ich finde, der Farbton, der ist richtig klasse. So, jetzt gehen wir als nächstes zu den Augenbrauen. Für meine Augenbrauen nutze ich dieses Gel hier von P2. Das ist schon abgeschuppert. Ich habe mir das sogar schon neu gekauft. Das ist so eine Pomade. Die kostet, ich glaube, 3 oder 4 Euro. Es ist relativ günstig. Und da ist hier drin auch das Bürstchen, womit ihr das direkt auftragen könnt. Und ich zeige es euch mal auf der anderen Seite. Eine Seite habe ich jetzt mal schon gemacht. Zwar, man kann auch wirklich dieses Bürstchen verwenden. Durch den Haar. So, ihr könnt aber auch natürlich wenn ihr so einen Pinsel habt, der ein bisschen längeren Stiel hat, da geht das ein bisschen leichter.
weil man einfach ein bisschen mehr Kontrolle hat, als wenn man hier unten so einen Pinsel anfasst. Aber es geht, ne? Und das ist so schnell gemacht. Und diese Augenbrauen, die halten wirklich den ganzen Tag und damit könnt ihr sogar schwimmen. So, dann gehe ich mir da immer noch mal kurz mit so einem Spoolie durch. Ja, das war es eigentlich auch schon für die Augenbrauen. Relativ easy und schnell. Und so mache ich das meistens so. Okay. Jetzt machen wir weiter mit der Mascara. Ich werde mir erstmal nur die Wimpern mit einer Wimpernzange biegen. Das mache ich immer, weil meine Wimpern doch sehr stark nach unten stehen, wenn ihr das hier seht. Und eine Wimpernzange ist eine gute Möglichkeit, um das zu ändern. Und dann noch ein Lippenprodukt, dann sind wir schon fertig. Für Mascara gebe ich euch zwei Optionen. Ich habe hier einmal vom Aldi die La Cura Mega Lashes Volume. Die ist richtig gut, die hält auch den ganzen Tag. Oder von Cien die Waterproof Push Up Mascara. Die ist recht ähnlich. Ich nehme jetzt heute mal die La Cura. Oder ich kann euch einfach mal, ach, ich mache mal auf einem Auge die und auf dem anderen Auge die andere und dann seht ihr den Unterschied. So, und jetzt nehme ich hier auf dem linken Auge die von Lidl. Die kostet für auch 50 Cent weniger. Aber ich hätte nie gedacht, dass solche günstigen Mascaras so gut sind. Fast das Gefühl, dass da noch mehr Farbe abkommt, aber das könnte auch daran liegen, die ist ganz neu und die andere habe ich schon was länger. Also werde ich hier noch mal nachtuschen. Also man kann die auch gut layern, sage ich mal, mehrere Schichten. Jetzt vielleicht ein bisschen arg viel, aber ich finde es nicht schlecht. Schaut mal. Braucht man jetzt nicht viel mehr machen und hat krass getuschte Wimpern. Also, das ist heftig. So, und für die Lippen habe ich mir hier diese Color Lip Butter von Cien ausgesucht. Eine total schöne Alltagsfarbe in so einem Bärenton. Super. Wenn man die Augen nicht mehr geschminkt hat, finde ich, ist das toll, wenn man so einen kleinen Eyecatcher, also so einen kleinen Hingucker auf den Lippen hat. Ja, das wäre jetzt mein fertiger Look. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wie gesagt, das ging jetzt ratzfatz. Und so kann ich auf der Couch chillen, aber auch kurz noch einen Spaziergang machen und bin auf jeden Fall ready für alle Events und habe nicht viel Zeit aufgewendet und fühle mich einfach jetzt frischer und ein bisschen besser und nicht mehr so. Lazy. Alles klar, in dem Sinne, schönen Sonntag noch und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.